Hallo, mein Name ist Ali Çukur. Mein Vater ist einer der ersten Türken, der nach Deutschland gekommen ist. Das war im Jahre 1963. Ein paar Jahre später holte er meine Mama nach. Das war im Jahre 1965. 1969 beschlossen sie, dass sie die Kinder nachholen. Und ich, meine Schwester, traten die Reise an mit dem Flugzeug und meine Mama hatte dann vor, mit dem Zug meine zwei Brüder und meine Schwester nachzuholen. Sie kamen bis nach Rosenheim an. In Rosenheim ist dann mein Bruder leider aus dem Zug gestürzt und tödlich verunglückt. Das ist ein sehr tragischer, sehr trauriger Fall gewesen für mich und hat mich sehr geprägt. Mit 14 habe ich angefangen, den Boxsport zu machen. War beim TSV 860 und habe aktiv mehrere Kämpfe gemacht. Dann bin ich in die türkische Nationalmannschaft gekommen und habe dann um die WM geboxt 1982. Habe mehrmals für die bayerische Auswahl geboxt, habe einige Male für die türkische Nationalmannschaft geboxt und habe mir einige Titel geholt. 1982 war ich Fünfter bei den Weltmeisterschaften. Das war in München und ich war der einzige Lokalmatador. Das war natürlich eine tolle Sache, weil alle Münchner Zeitungen haben getitelt gehabt, bei Gott, bei Allah, der Münchner Box für die Türkei. Und war eine schöne Sache, weil ich war der Einzige in der riesengroßen Olympiahalle, der die ganzen Fans hatte, hinter sich hatte. Ja, war eine tolle Zeit, war eine sehr schöne Zeit. Ich habe dann angefangen, vor ungefähr 10, 12 Jahren als Sozialarbeiter zu arbeiten. Da bin ich abgeworben worden, da habe ich mit einem Münchner Jugendlichen, türkischstämmig, habe ich Sozialarbeit gemacht und habe ihn mehr oder weniger resozialisiert. Danach ist mir angeboten worden, ob ich nicht Antigewalttrainerschein machen möchte, Ressourcentrainerschein möchte. Und dies Ganze habe ich gemacht. Nun bin ich Antigewalttrainer, Ressourcentrainer und therapeutischer Boxcoach. Ich arbeite beim TSV 860 als Abteilungsleiter ehrenamtlich. Habe ungefähr um die 500 Mitglieder bei mir, die immer sehr erfolgreich sind, sehr anständig sind und jeder andere ist natürlich auch herzlich willkommen. Würde mir wünschen, dass ihr uns nochmal besucht beim TSV 860 und seht, was wir da für eine Arbeit machen. Also ich bin stolz und froh, in München zu sein, in München zu wohnen, denn München ist die Stadt mit Herz. München ist die Stadt meines Herzens. Vielen Dank und hoffentlich bis bald. Alles Gute euch. Danke. Ciao.